Hallo Leute, willkommen zu Transportfieber im Schönbau. In meinen vergangenen Videos habe ich euch mein Projekt Stuttgart gezeigt. Leider muss ich dieses Projekt beenden, da mein PC nicht mit der Leistung an die Kartengröße und die Anzahl der Züge herankommt. Es fängt einfach unangenehm an zu ruckeln und es macht dann keinen Spaß mehr, dort zu bauen, zu filmen oder irgendetwas zu präsentieren. Auf der neuen Karte, die ich euch jetzt hier zeige, ist es Heilbronn Region, auch unten in der Infobox verlinkt, damit ihr es euch downloaden könnt, erhoffe ich mir deutlich längere und bessere Leistungen des Rechners und auch schönere Ausbaumöglichkeiten. Ich habe viele Mods ersetzt von der alten Stuttgart-Projekt auf jetzt das neue hier, um einfach noch detaillierter bauen zu können. So, fangen wir an hier auf der Karte. Sehen wir hier die Insel Heilbronn. Hier ist der Hauptbahnhof von Heilbronn zu sehen. Der Ausbauzustand ist noch nicht ganz so, wie ich ihn haben möchte, aber kommt schon der Realität etwas näher. Hier der Güterbahnhof links daneben, auch noch relativer Rohbau. Im Streckenverlauf nach hier unten geht es nach Stuttgart. Hier kommen die zwei Speicher hin, die Zugspeicher hin, einmal für Ferngüterverkehr, einmal für Personenverkehr. Beim Personenverkehr werde ich versuchen, dass die Züge dort eine Wendeplattform bekommen, sodass sie einfach von Triebblock vorne auf Triebblock hinten wechseln können, um einfach ein bisschen zu simulieren, dass sie aus dem Stuttgarter Hauptbahnhof kommen. Auf der anderen Seite hier, wo wir jetzt gerade sind, dort geht es nach Karlsruhe raus. Dort fährt nur eine S-Bahn-Linie. Und auf der anderen Seite hier raus, Richtung Weinburg, geht es Richtung Schwäbisch Hall. Hier werden auch wieder zwei Zugspeicher stehen. Einer für Güter und einer für Personen, wie gesagt. Und optional noch ein dritter für die S-Bahn-Linien, damit die einfach ein bisschen getrennt sind, separat von den Personenfernverkehrzügen. Hier in der Mitte ist das Kraftwerk in Neckarsulm und daneben das Audi-Werk. Dort steht passenderweise auch auf dieser Karte bei mir jetzt eine Maschinenfabrik. Weiter nach oben kommt dann Bad Friedrichshall. Dort teilt sich die Strecke in drei Richtungen auf. Wir haben einmal hier die Richtung nach Mosbach, da müsste ungefähr hier der Zugspeicher liegen. Einmal wieder Fernverkehr Güter und Fernverkehr Personen. Und hier oben kommen die Fernspeicher für Osterbrücken, wenn ich mich nicht täusche, hin. Und hier drüben auf der anderen Seite bei Bad Wimpfen fährt die Strecke entlang des Neckars nach Bad Rabenau. Das müsste ungefähr hier liegen. Und dann wieder in den Zugspeicher für jeweils wieder Ferngüter und Fernpersonen. Ja, und ich hoffe, dass diese Karte eben länger läuft, dass ich hier schöne Aufnahmen hinkriege, dass die Ausbauten detaillierter und so nah wie möglich an der Realität sein werden. Dafür habe ich lediglich Google Maps und sonst eigentlich nichts zur Verfügung, um wirklich nah an die Realität zu kommen. Und dann wünsche ich uns jetzt viel Spaß und ich hoffe wirklich einige schöne Aufnahmen.